Soldat, willkommen an Bord der Pritwin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ad Victoriam! Ach, das sind schon die Besten. Aldemar HD. Toll. Ah, dreckiges Commonwealth. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4. Nicht wundern, zuletzt waren wir in Grey Garden. Da ist mir das Stahl beim Bauen ausgegangen und jetzt wollte ich nochmal zurück nach Sanctuary, um da was zu bauen. Aber erstmal gehen wir zur Bruderschaft, weil ich war mir nicht mehr schlüssig, ob ich den jetzt beitreten kann oder nicht. Damit die Quest weitergeht. Aber natürlich, das geht. Ich war mir nur unsicher und ich hatte Angst, dass das irgendwie Komplikationen auslöst, aber man tritt ja quasi allen Fraktionen am Anfang bei, ja? Ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt, eigentlich sollte ich das mittlerweile wissen, aber wie gesagt, dazwischen liegt immer so viel Zeit und mein Gehirn speichert sowas nicht ab, was wiederum cool ist, ja? Ich kann Spiele mehrmals durchspielen. Dieses Mal toll. Und los geht's. Muties und wilde Gute. Paladin Dance? Meine Spezialität. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Das ist für mich wie Tontauben schießen. Es wäre mir eine Ehre beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Palin, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten der Bruderschaft. Er ist ziemlich vielversprechend und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Rekrut? Nachdem ich euch so viel geholfen habe, hätte ich etwas mehr erwartet. Hey, du solltest dich glücklich schätzen. Ich musste über einen Monat Training überstehen, bevor sie mich auf meine erste Mission geschickt haben. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Oh, Mimimi. Na komm, umarmen wir uns und beenden die Sache. Was meinst du? Du kannst sagen, was du willst, du harter Bursche. Es wird viel mehr als eine abgeschlossene Mission brauchen, um mich zu beeindrucken. Reese. Das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Verstanden. Wunderbar. Ich weiß, dass du loslegen willst, also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich werde empfehlen, dich zum Ritter zu befördern. Das ist zwar nichts Offizielles, solange du nicht mit Ältester Maxen gesprochen hast, aber ich wollte es dich schon mal wissen lassen. Jetzt schon? Nur Ritter, was? Ich auch immer. Danke. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Ritter. Ich weiß schneller. Doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. Ich habe Befehl bekommen, dass wir beide uns auf der Pritwin melden sollen. Wenn du aber vorher noch ein paar Missionen für Gelehrte Halen oder Ritter Reese erledigen willst, wären sie für deine Hilfe sicher dankbar. Ich überlasse das ganz dir. Melde dich bei mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Okay, Roger, Roger. So, das haben wir abgeschlossen. Unterstütze dein Erkundungsteam in Bruderschaft, bla bla. Achso, ich soll mit den labern. Gelehrte Halen? Zeigt dir Reese noch immer die kalte Schulter? Ich gebe langsam auf, seine Wellenlänge zu finden. Nimm's nicht persönlich. Das liegt an ihm, nicht an dir. Reese gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Nach meinem Eintritt in die Bruderschaft war Reese mein Mentor. Er hat mir gezeigt, wie die Dinge laufen. Ich dachte, dass da etwas mehr zwischen uns wäre, also fragte ich ihn, ob er mir gegenüber solche Gefühle hat. Er sagte mir, dass es in seinem Leben für nichts außer der stählernen Bruderschaft einen Platz gibt. Wir sprachen nie wieder darüber. Also ich muss da mal weiterarbeiten. Wenn du dir Sorgen wegen Reese machst, kümmere dich gar nicht um ihn. Ach, der kommt schon noch zu sehen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Bereit! Nein. Ich brauche noch Zeit. Falscher Knopf. In Ordnung, ich verstehe. In Ordnung. Blablabla. Bla, bla. Entschuldigung, gelehrte Halen. Da bist du ja wieder. Bist du bereit, deinen ersten Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Jawohl. Und jetzt noch der Lappen. H.
Hi. Oh, jetzt wecke ich ihn sogar noch auf von seinem hässlichen Schlafplatz. Junge, ist noch hell draußen. Wird gearbeitet, du Lappen. Los. Gut. Raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Okay. Nummer? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du, du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Ich will einfach nur meine Ruhe. Genau das ist das Problem. Hier lässt dir keiner deine Ruhe. Bei der Bruderschaft geht es um die Gemeinschaft. Es gibt keine Individuen, keine Helden. Sobald dir das klar wird, kann ich vielleicht langsam anfangen, dir zu vertrauen. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Ja, ja, mi. So. Hä? Die sind immer noch alle aktiv. Dance? Bist du bereit, dich auf das Schiff zu begeben? Ich habe noch nie so was Beeindruckendes gesehen. Das haut einen echt um, oder? Wir nennen sie die Pritwin. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Mit dem Ding auf unserer Seite wird es ein kurzer Krieg werden. Da hast du verdammt nochmal recht. Je mehr Knarren, desto schneller verschwindet das Problem. Das ist der Plan. Wenn die Geschichte eins gezeigt hat, dann, dass eine überwältigende Machtdemonstration einen Konflikt beenden kann, bevor er richtig losgeht. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pritwin jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Okay, so viel dazu. Ich wollte eigentlich noch Sanctuary, aber... Auf zu Pritwin! Ad Victoriam! Woo! Ach nee, Kate? Ja, Kate vergöttert mich. Die will jetzt natürlich ihre Liebe mir gestehen. Aber das kann warten, Kate. Gesteh mir deine Liebe auf dem Dach. Okay, warten wir. Na gut, okay, dann gestehen wir jetzt deine Liebe. Warum sind oben die Dinger immer noch an? Hey. Was gibt's denn? Doch nicht. Wer wollte denn mit mir reden? Ich bin so gespannt, womit du zurückkommst. Das Gebiet schien mir vielversprechend. Gelehrter Halen? Bring mir das Artefakt so schnell es geht. Wir wollen nicht, dass es in die falschen Hände fällt. Nö, wir können gehen. Kate, wir reden später. Ich habe gesehen, ich habe immer noch meine Lederhosen an. Meine Lederhosen. Die müssen wir nicht wechseln. Aber jetzt geht's... Ruhig atmen. Jetzt geht's erstmal zu Pritwin. Und ich hatte vor, ein Sanctuary verschottert zu bauen für Rüstungen und für Waffen. Ganz besonders für Waffen, damit wir dadurch Metall farmen können. Und dann müssen wir wohl nebenbei noch ein bisschen questen, bis das durchgelaufen ist. Ja? Naja. So. Ist er schon drin an? Das Kate? Die hat auch noch keine Combat Armor Schüchchen. Geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Roger, Roger. Auch, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Guck mal, ist gerade nicht so dunkel, sonst wird das immer super stockduster. Oh, Entschuldigung. Da ist das Institut. Zeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen.
Ach, da ist ein Raider drauf, glaube ich. Ich wünschte, jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Ich verstehe nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht. Ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Mann, schade, dass es so dunkel ist jetzt. Hoffentlich sehen wir die Pritwin in der vollen Pracht. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Pritwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kerls auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Wie ist das Piratenschiff? Das Roboterschiff. Das ist The Pritwin. Oh, wunderbar. Man kann nur den Schema kennen. Sind da keine Lampen an Bord? Ah, Licht. Ah, jetzt. Schade. Naja. Da ist sie. Es ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal an Bord war. Okay, Soldat. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Ich hoffe, du bist bereit. Jawohl. Ich glaube, wir machen das mit dem Minuteman fertig bei der Festung. Ich glaube, das ist wichtig, bevor wir jetzt zu der Century gehen, können wir das noch machen. Meine Güte, ist das dunkel hier. Ich würde immer noch gern mit dir reden. Hast du jetzt Zeit? Nachher. Kate, jetzt geht's gerade nicht. An Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Ad Victoriam. Paladin. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Ich denke, ich habe bereits gezeigt, dass du da falsch liegst. Der Wert eines Soldaten der Bruderschaft zeigt sich darin, dass er die Ideale respektiert, die unser Ältester vorgegeben hat. Und nicht darin, dass er Befehle befolgt und Gegner tötet. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Meine Güte. Ich glaube, wir kommen hier heute nicht mehr von der Pritwin runter. Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxim anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Maxen. Ich mag die Bruderschaft, aber Maxen ist so super radikal. Aber der kann ja auch irgendwann sterben. So, ich mache mal hier gerade das Halstuch weg. Das nervt irgendwie. Ah, besser. Okay, alles klar. Gehen wir erstmal hoch.
Wir machen das jetzt, dann haben wir das schon mal. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu opfern. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Mein Whisky. Störungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth. Eine Roboterperversion der Technologie. Mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Ach. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Ja. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich Art Victoria. Art Victoria. Ich will auch so einen Anzug haben. Oh, guck mal, wie dürr die ist. Oh mein Gott, guck mal. Die Synths, die wie Menschen aussehen, sind die schlimmsten. Die den Knochen voll verbogen. Okay, Maxson. Hallo. Mir ist das Schicksal. Ich bin besoffen. Ich bin voll besoffen. Habt ihr das gehört? Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Wenn Ihnen Ihr Schicksal wichtig wäre, würden Sie sie sich selbst überlassen. Sie sich selbst zu überlassen hat doch erst dazu geführt, dass diese Metropole nur noch aus Ruinen besteht. Ich bin etwas überrascht, dass Ihnen das noch immer nicht klar ist. Keine Sorge, ich bin überzeugt. Paladin Dances Bericht hat recht deutlich dargelegt, wie Sie zur Bruderschaft stehen. Und er ist überzeugt, dass Sie uns nützen würden. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ad Victoriam! Ach, das sind schon die Besten. Öffne einen persönlichen Lagerbehälter. Oh ja, warte mal. Ich muss hier hoch, ne? Hauptdeck! Ho, ha, ho, ha, ha, ho, ha, 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 Hauptdeck! Ich muss mir jetzt einen Anzug holen. Alles auf Grün, Sir. Nichts Neues. Gut, weitermachen, Ritter. Hier ist mein... Ne, wo ist nochmal mein... zur Beförderung, Ritter. Öffne deinen persönlichen... Wo wohne ich denn überhaupt nochmal? Nee. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Hier? Bist du etwa nostalgisch? Oh, ich kann auf jeden Fall direkt von Anfang an alles mitnehmen. Oh, meine Güte. Bandagen habe ich auch noch. Das ist der Doktor. Gehen wir erstmal zu Denzel. Wie sah es da draußen aus? Hallo. Viel Arbeit. Wie lief es mit ältester Maxson? Ich bin einfach viel zu selten besoffen gewesen. Hallo. Schnucki Dance. Ich war sehr beeindruckt von ihm. Er scheint zu wissen, was das Beste für die Leute ist. Ganz genau. Ohne seine Entschlossenheit wären wir verloren. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Keine Sorge. Ich pass schon auf. Gut. Wir haben nämlich eine Menge Arbeit vor uns. Und ich will nicht, dass wir durch irgendwas abgelenkt werden. Okay.
Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Ich mach das erstmal allein und komm zu dir, wenn ich bereit bin. Wie du meinst. Ich bin in der Kantine, falls du mich brauchst. Da bleibst du jetzt für immer. Oh gut, ich weiß ja nicht. Okay, das haben wir. Öffne deinen persönlichen Container. Ritter. Dienstliche Tour. Öffne deinen persönlichen Lagerbehälter. Das ist sie. Moment, ich komme gleich wieder. So, funktioniert. Danke, Bruder. Ich schulde dir was. Okay, warte, wir reden jetzt erstmal mit ihr, dann können wir noch plündern. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Guck, sie hat keine Beinchen mehr. Deswegen läuft die mal mit dem Anzug rum. Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, heruntergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingrim. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt? Droht die Pridwin abzuschmieren? Läuft ein Roboter amok? Dann komm zu mir. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Ja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T-60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Ich verstehe. Gut. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Roger, Roger. Okay, alles klar. Okay, Leute, ich speichere das mal ab, dann tun wir Kate gleich mal in die Powerrüstung von uns, in die sie hier stecken. Dann hat Kate erstmal eine normale Powerrüstung. Ich wollte eigentlich erstmal eine Raider, aber egal. Ja, die werden wir jetzt erstmal missbrauchen. Leute, ich spreche jetzt ab und dann müssen wir noch weiter labern und plündern. Und ich brauche Unterkleidung. Ich habe nämlich immer noch diese Tarwacker-Sachen an. Ich bin ein bisschen verwundert, weil ich dachte, ich hatte irgendwie Lederunterkleidung. Ich bin verwirrt. Wie auch immer. Haut rein, Leute.